So, Freunde, hört zu. Hier ist echt eine Nachricht vom lieben Fredde. Die habe ich gerade gelesen, so in der WhatsApp-Gruppe. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Und ja, für meine YouTube-Freunde, hallo. So, ich. Pass auf, jetzt. Ich, der Penis, beantrage hiermit eine Gehaltserhöhung aus folgenden Gründen. Ich arbeite körperlich. Ich arbeite in großen Tiefen. Ich stürze mich Kopf voran in meiner Arbeit. Ich habe an Wochenenden und Feiertagen nicht frei. Ich arbeite in einer feuchten Umgebung. Überstunden werden nicht bezahlt. Ich arbeite ein Ich arbeite an einem dunklen Arbeitsplatz, der kaum belüftet wird. Ich arbeite Ich arbeite bei hohen Temperaturen. Meine Arbeit setzt mich der Ansteckungsgefahr von Krankheiten aus. Darum beantrage ich eine Lohnerhöhung. Hochachtungsvoll, Ihr Penis. So. Lieber Penis, nach sorgfältigem Bearbeiten und Prüfen Ihres Antrags ist die Verwaltung zu dem Entschluss gekommen, selbigen aus folgenden Gründen abzulehnen. Sie arbeiten keine 8 Stunden durch. Sie schlafen nach kurzer Arbeitszeit ein. Sie folgen nicht immer den Anweisungen des Managements. Sie arbeiten nicht immer dort, wo sie angewiesen wurden, sondern halten sich öfters in anderen Gegenden auf. Sie ergreifen nicht die Initiative, sondern müssen unter Druck gesetzt und freundlich behandelt werden, bevor sie überhaupt anfangen zu arbeiten. Sie hinterlassen ihren Arbeitsplatz viel nicht dreckig. Sie halten sich nicht immer an die Sicherheitsanweisungen, zum Beispiel das Tragen von Schutzkleidung. Sie gehen lange vor 65 in Rente. Sie können keine Doppelschichten übernehmen. Sie verlassen manchmal den ihnen zugewiesenen Arbeitsplatz, ohne mit der Arbeit fertig zu sein. Und als ob das doch nicht genug wäre, haben sie den Arbeitsplatz verlassen, sehen mit einem sehr verdächtig aussehenden Sack. Was? Und als ob das noch nicht genug wäre, haben wir sie den Arbeitsplatz verlassen sehen mit einem sehr verdächtig aussehenden Sack. Aus diesen Gründen können wir ihrem Gesuch nicht entsprechen. Das Management. Also Freunde, also das ist ja mal mega geil. Also ich musste mich direkt mal beömmeln, wo ich das gelesen habe. Finde ich auf jeden Fall geil. Ja. Ja, Evo, du fandest es auch anscheinend nice. Schreibt mal in die Ja. Kommentare, wie ihr es fandet. Also richtig geile Sache. Oh. Oh Mann, das Management ist auch nice, Alter. Ne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und dann nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haushalt. Und ich würde sagen, bis bald, aber nicht nur bald. Euer Jorginho und ciao. Sagt für Evo.